Okay, jeder kennt es. Du warst auf vollem Eimer, dein Zimmer sieht aus wie ein Tatort, bei dem die Polizei sich extra dicke Handschuhe anzieht und dein Vater hämmert gegen die Tür und beleidigt dich als Schande der Familie. Montage fallen halt manchmal exotischer aus, da müssen wir halt alle mal durch. In deinem Repertoire findest du Fotos von abgetrennten Gliedmaßen und dir wird klar, dass du entweder echt ein Problem hast oder Instagram sollte seine Community-Richtlinie nochmal erneuern. Nach kurzer Zeit finden wir uns wieder in einem Raum, bei dem Kerzen zu dekorativen Zwecken um einen Stuhl herum platziert wurden und ganz sicher nicht aufgrund eines bevorstehenden Ritualmordes. Jedoch nutzen wir die Macht einer Polaroid-Kamera und unsere influenzige Influencer-Power, um unseren 3 Followern zu zeigen, mit welchem Mittagessen wir uns heute rumschlagen. So ungefähr startet unsere Reise in Madison, ein Horrorspiel, welches eine Demo vor circa 5 Jahren öffentlich stellte, und ich möchte das Video starten mit dem euch nahelegen, dass bevor jemand hier anfängt, irgendwas mit PT-Klonen in die Kommentare zu schreiben, dass wir mittlerweile 2022 haben und nur weil ein Psychological-Horrorspiel in einer Wohnung oder Haus abspielt, in der ersten Person ist, nicht automatisch ein PT-Klon ist. Stell dir vor, jedes Spiel, in dem eine Schusswaffe vorkommen würde, ist nun ein Quake- oder Doom-Klon. Das ist absolut nicht fair in Richtung der Entwickler und ich finde, ein Horrorspiel in einem solchen Setting ist durchaus eine Spielrichtung, die ich gerne sehe, und es ist schade, immer wieder mitzubekommen, dass dieser herabwertende Stempel schneller das Spiel beschmückt als ein Weihnachtsbaum in einem amerikanischen Einkaufscenter. Wäre schön, wenn das Thema endlich mal beerdigt wird, und falls du es genauso siehst, bist du verdammt cool und ich bin stolz, auf der Erde zu wohnen und die gleiche Luft atmen zu dürfen wie du. Madison ist das erste Spiel aus dem Indie-Studio Bludgers Games und ich denke, mit der Demo vor circa 5 Jahren haben sie uns schon einen guten Einblick in die Qualität des Spiels gezeigt. Wiederum gibt es viele Spiele, die nach einer erfolgreichen Demo ein bestimmtes Schema verfolgen und nicht wirklich weiter als das denken, was wir eigentlich schon erhalten haben. Nicht so mit Madison, da dieses Spiel uns zwar eine Demo gab, nur sprengte es komplett meine Erwartungen mit Details und kreativer Hingabe, die weit über das uns schon Gebotene herauswachsen. In Madison spielen wir Luca, einen Charakter, der in den Besitz einer besessenen Kamera gekommen ist, mit der wir nach und nach den Hintergrund der Ritualmorde von Madison Hales aufdecken und verstehen, welche Rolle wir in dem Ganzen spielen. Wir bemerken, dass wir geplagt sind von wiederkehrenden körperlichen Beschwerden und dass diese keinen natürlichen Ursprung haben. Wir befinden uns im Haus der Großeltern, die neben dem Designer-Einrichtungsstil eines PCP-Abhängigen auch andere Probleme im Haus haben, die sich nur über den lokalen Priester austreiben lassen könnten. Madison erzählt ihre Geschichte wahnsinnig gut. Vergesst das ständige Hinterherlaufen elendig langer Notizen. Hier spricht sowohl die Umgebung, in der du dich befindest, als auch eine starke Auswahl glaubwürdiger Synchronsprecher bis hin zu Nachrichtensender, illustrierte Kinderbücher und selbst ein selbst kreierter Song, der perfekt dem grotesken selbst kreierten Fabelwesen synergiert. Das Spiel nimmt dich mehrfach durch unterschiedlichste Gebiete, in der Madison Hales einen Einfluss hatte, und jedes Gebiet erzählt die Geschichte von ihr und weiteren Problemen, die dort stattfanden. Eine Geschichte wiederum ist nur so greifend wie die Spannung, die damit verbunden ist, und hier sehe ich, wie die Balance des Ganzen ein bisschen gelitten hat. Zum Anfang starten wir ziemlich intensiv mit dem wütenden Vater und dem Aufdecken der Bilder und das allgemeine Grundkennenlernen der Spielmechaniken wie der Kamera und so weiter. Leider kommen wir ziemlich schnell an einen Punkt, wo wir häufiger im Haus etwas suchen müssen, und das Suchen von sehr gut versteckten Schlüsseln oder Rätselbestandteilen kann diese Spannung schnell nehmen. Grundsätzlich kann man sagen, das Grundgerüst, um Spannung zu halten, ist ganz oben dabei, da Musik, Ambiente und die Stimmung des Umfeldes den Kreislauf intakt halten, jedoch nachdem man 30 Minuten Suche hinter sich bringt und dafür das komplette Haus mehrfach untersucht, bemerkt man, wie wenig Bedrohung vor Ort ist, und ab dem Punkt fühlt es sich an, wie als würde man sein Portemonnaie in der eigenen Wohnung suchen. Was leider sehr schade ist, da man in Madison sehr oft mit dem Gegenstück konfrontiert wird, indem man Aufgaben schneller absolviert und dadurch das Spiel in laufender Geschwindigkeit erlebt, ohne lang stehen zu bleiben. In solchen Momenten glänzt dieses Spiel stärker als die Haut eines Nivea-Creme-Testers, da die akustische Begleitung dann auch nicht mehr generisch und abgespielt wird. Das meine ich mit Balance. Du bekommst hin und wieder Momente, in denen du planlos durchs Haus läufst und kurz darauf kommst du in einem Tempo voran, der maßgeschneidert aufs Spiel passt. Tendenziell würde ich sagen, die letzte Stunde des Spiels hat perfekt gezeigt, wie das Spiel komplett hätte sein müssen, da sich hier die Story wirklich zu einer Spitze formierte, die immer intensiver wurde, das Haus fühlte sich bedrohlich an und der Spielfluss wurde nicht unterbrochen durch unverständliche Rätsel oder Suchaktionen. Auch gibt es im Design ein paar Balanceausreißer, zum Beispiel. Ohne jetzt viel spoilern zu wollen, gibt es im Spiel einen Charakter, der stark designt wurde mit dem eben genannten Kinderbuch, die Hintergrundgeschichte und der Musik. Das Haus wurde super glaubwürdig gestaltet und dann findet sich immer so eine repositionierende Maria-Statue im Haus wieder, die qualitativ so gar nicht zum Rest des Spiels passt. Oder ein Zeitpunkt, in dem ein wiederkehrender Jumpscare auftaucht, der sich alle 30 Sekunden ankündigt und dadurch komplett vorhersehbar wird. Auch ist das einfache Laufen so übertrieben mit übermäßigem Kopfwackeln, wobei man aber sagen muss, hieran gewöhnt man sich nach einiger Zeit und zum Zeitpunkt dieses Videos sind die Entwickler vertraut mit den Beschwerden und arbeiten tatsächlich auch hieran. Letzten Endes würde ich aber sagen, dass diese eben aufgezählten Probleme nur die einzigen Probleme sind, die ich persönlich mit Madison habe, und diese sind wirklich nur marginal im Vergleich zu dem positiven Erlebnis, den man in diesem Spiel hat. Die Kapitel, in denen das Spiel überzeugt, überzeugt es auch komplett. Sei es das Design der Gebiete, lass es eine komplett verwahrlost verlassene Glaubenseinrichtung sein, der
der man über unterschiedlichste Zeiten ein Rätsel lösen muss. Sei es das Haus, in dem sich die Aktivitäten von Stunde zu Stunde immer weiter intensivieren, oder sei es die Geschichte, die die komplette aufgebaute Spannung und Fragen, die sich über dem Weg gestellt wurden, in einer Kirsche auf der Sahnetorte beenden. Das Spiel hat sogar ein kleines Collectible-System und von einem Performance-Standpunkt kann man sagen, läuft es tatsächlich bis auf ein paar Passagen stabiler als ein Herzschrittmacher. Atmosphärisch betrachtet hat Madison meine Erwartungen weit übertroffen und der Preis von 35 € ist für das mir gebotene Erlebnis gerade so fair, meiner Meinung nach. Also ja, zusammengefasst, Madison bietet ein wirklich packendes Erlebnis und überzeugt durch eine hohe Qualität und dem Verständnis für dem, was als beunruhigend aufgefasst werden kann. Jumpscares sind in Situationen eingebracht, in denen man es weniger erwarten würde und die Audio unterstreicht die schon durch das visuell gebotene Atmosphäre und gibt dem Erlebnis ein nahezu durchgehend intensives Gefühl. Leider kann man in einigen Situationen zu einem Stillstand im Fortschritt kommen, wodurch die Immersion zerstört wird, jedoch sobald das Spiel wieder an Fahrt aufnimmt, vergisst man, was war und jede Sekunde darauf folgen gleich die Probleme wieder aus und es ist definitiv wert, am Ball zu bleiben. Qualitativ ist Madison in einem wahnsinnig guten Zustand und ich denke, jeder, der ein Herz für Spiele hat, die einem eine verdichtete Kolibakterienkonzentration in die Shorts einprügelt, ist mit Madison an einer verdammt guten Adresse. Jedenfalls ja, wisst ihr, was noch für eine verdichtete Kolibakterienkonzentration in der Shorts sorgt? Richtig, der Abo-Button unter diesem Video. Also falls du super cool bist, würde mich riesig freuen, wenn du den Ich trage unfassbare Coolness in mir Button drückst. Somit bleibst du auf dem Laufenden zu News, Reviews, Previews, zu releasenden Spielen und außerdem würdest du mir eine dicke Freude machen, wenn ich das nächste Mal meine Analytics schaue. Dir auf jeden Fall sonst noch einen unfassbar entspannten Tag. Für dich gedrückt, ja, und hoffentlich bis bald.